So. Mal überlegen. So. Oh. Kreisch, hallo Tiny. Auch du kannst hier 5 goldene Bananen finden. Okay. Okay, okay. Erstmal würde ich mir gerne ein paar Münzchen holen, um mir auch ein Instrument zu holen, weil was man schon mal hat, hat man schon mal. Muss ich aber selber erstmal gucken, was es hier noch gibt. Genau. Und sie hat halt Besonderheiten, die jetzt aber noch nicht gehen. Hey Kugelfisch, was geht? Für nur 3 Münzen bringe ich dir die Tonleiter bei. Ich glaube, das hat sie wieder gesagt. Sabotage-Saxophon. Nice. Sehr, sehr schön. Okay, tschüss. Nein, tschüss, habe ich gesagt. Alles Klärchen. Also wir können jetzt theoretisch dann nochmal reingehen. Ich weiß gar nicht, für wen bei mir hier nochmal die Bananen, um weiterzugehen. Das war für Didi. Dann ist auch natürlich am besten, Didi auch zu nehmen. Achso, im Tauschhaus wird übrigens die Energie wieder immer hochgepackt. So. Da war's, ne? So. Dass ich irgendwas jetzt verpasst. Also wir müssen ja später hier in diesem Bereich trotzdem nochmal hin. Achso, und trotzdem will ich einmal gerne gucken, nicht, dass ich hier jetzt irgendwas Wichtiges verpasse. Okay, war nur ein Lebenfass, alles klar. Alles klar. Ich habe diese Höhlen hier so gehasst jedes Mal. So sehr. Okay, da hinten ist schon ein sehr wichtiger Raum. Hier ist wieder der gute alte Kranky. Okay. Ich habe einen weiteren Trank im Angebot, Didi. Für nur 5 Münzen gehört er dir. Du Flöte, wirst ohne ihn nichts erreichen, also zahle lieber. Ja gut. Ist das dein Fliegefass? Ich glaube schon. Raketenrocker. Lufticus Maximus. Ich weiß nicht, klingt der so besser oder klingt der immer noch so... So, na gut, spring in das Fass, dann dein Gesicht zeigt und probiert den Prototyp meines Raketenrockers aus. Ich weiß nicht, ob du diese feine Teile überhaupt verdienst. Auf in die Lüfte, das, doch sei gewarnt, der Verbrauch an Kristallkokosnüssen ist nicht gerade niedrig. Drücke A für Schub und Z, um zu schweben. Mit B feuerst du deine Shooter ab. Abgefahren, wa? Ja, mehr gibt's nicht. Alles klar. So, dann wechseln wir einmal. Sie hat nicht genug Münzen. Also nehmen wir mal ihn. So, die hatte dann noch ein paar. Genau. Erstmal hier so ein bisschen die Ballons abballern. Wunderbärchen. Ich habe einen weiteren Trank im Angebot, Donkey. Für nur 5 Münzen gehört er dir. Flöte, wirst du ohne ihn nicht erreichen, also zahle lieber. Ja, komm. Kong Power, Krafticus Kongus. Hör zu, DK. Spring in das Fass, welche deine pelzige Visage trägt. Schon bist du so lange unverwundbar, bis dein Vorrat der Kristallkokosnüssen aufverbraucht ist. Okay. Mehr gibt's nicht. Wir sehen uns im nächsten Level. Okay. So, dann würde ich sagen, also wir können zwar. Ah, leider mit. Tiny jetzt nicht viel machen, aber ich will trotzdem mal kurz wechseln. So. Ach Gott. Ich habe immer noch das Gefühl, wir könnten jetzt schon zum Boss. Ich glaube, der nächste Boss muss auch mit Didi erledigt werden, dann ist das sowieso egal. Ah, es ist ein bisschen schade, dass wir mit. Weil mit ihr jetzt hier rüber springen, wäre eigentlich viel geiler gewesen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir. Ah. Genau, weil da hinten einmal der Typ ist hier. Genau, damit haben wir schon mal ihre Blaupause. Ich weiß auch gar nicht, ob das generell jetzt auch für sie 5 Münzen kostet. So. Ich nicht Bananen. Ich hätte jetzt auch noch Bananen. Ah, hier habe ich Bananen. Okay, ich dachte auch auf der anderen Seite nochmal.
Oh, die sind böse. Was macht die denn noch? Oh Gott. Donkey gewesen? Alles klar. Also das nehme ich hier aber mal gerne mit alles. Und die Bananen? Gut, dann bin ich... Oh, okay. Was ist denn hier das Tauschfass? War hier nicht eins? Das Donkey-Stelle? Ich glaube, das ist auch... Ja, meine Lieblingsstelle. Ich liebe es. So, okay. Das bin ich gesehen. Ich brauche trotzdem noch ein Tauschfass, Leute. Warum fehlen die? Und dann ist noch... Ach so. Das war die Höhle, alles klar. Okay, das war nicht die Stelle. Wo ist die? Hier war ein Tauschfass. Da vorne. Moment. Da vorne ist garantiert ein Tauschfass. Da, das war. Da. Wieso habe ich den. Hä? Wieso hat man das Ding dann nicht gesehen? Oh, guck mal hier. Warte mal, ich spring trotzdem mal rein. So. Ich glaube, Münzen sind hier auch nicht. Ist das nicht gut? Okay, nehmen wir mal Donkey. Genau, wir machen da vorne erstmal. Ich bin leider wieder offline, lege mich hin. Ich wünsche euch einen angenehmen Abend. Ich hoffe, bis bald. Alles klar, Flippy, dann schön, dass du da warst. Dann wünsche ich dir auch noch einen schönen Abend. Schlaf gut und bis, ja, bis nächstes Mal. Ciao. Ach komm, dann bleibt. Schauen wir mal kurz die Münzen ab. Ach ja. Genau. Also, mein Ziel ist es nicht, alle Münzen zu haben, aber es wäre halt, ich sag mal jetzt nicht uninteressant. Weil, was man hat, hat man, ne? So. Problem ist nur, sich immer zu merken, wo alle Sachen sind, ne? Also gar nicht, ist hier oben irgendwo noch was Interessantes? Eine Bananenstaude, alles klar. Sachen ein. Ah, ich weiß gar nicht mehr, ob das da drin so groß war. Oh! Die Schreie sind so geil. Damit befreie ich das Teil. Okay, auch gut. Vielen Dank, mehr als diese alte Banane habe ich leider nicht. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich habe eine Banane gekackt. Schön. Aha. Mal schauen. Ah, eine Donkey Kong Banane. Okay, danke, dass das Spiel trotzdem da irgendwie versucht wurde. Achso, hier gibt es auch nicht so viele Schalter, wie nötig wären, aber hey. Yeah. So, komm her. Die ist auch total falsch, aber es funktioniert trotzdem, also. Achso, das ist übrigens so ein Teil, wo man wieder die Musik aufladen kann. Genau. Hat das trotzdem jetzt von sich selber auf? Oder ist das bei jedem Person dann anders? Alter, jetzt setz mich doch da rüber. Okay, wir machen jetzt was. Wir gehen dann trotzdem schon mal rein, auch wenn ich das eigentlich noch nicht machen wollte. Aber ich glaube, das wird für den Anfang ganz gut sein. Weil da ist was drin, was wichtig ist. Der Knarre. Da ist er. Ich habe gesagt, da ist was Wichtiges drin. Ist da jemand? Kommt und hilf mir! Der gute alte Lenky. Ah, er ist der Beste. Genau, hier ist Lava. Jetzt muss ich hier selber erstmal mich zurechtfinden. Bei dem muss man mal aufpassen. Ich weiß gar nicht mehr, welche... Ah, das sieht mir... Genau, deswegen muss man aufpassen. Das ist die Posaune, die ist für Lenky später. Mm-m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 m
Oh, eine Fee. Okay, interessant. Ich fände es auch interessant, mal in dem Spiel wirklich nur das Nötigste zu machen, ne? Ich fände es einfach nur interessant. Oh, die Treppen, ja. An die kann ich mich sehr, sehr gut erinnern. In einem negativen Sinne. Oh, ein Decay-Schalter. Okay, super. Yeah. Ach so war das. Okay, ich dachte, man muss was anderes machen. Ja, rotzte da einfach rein und schon aus Lava Wasser gemacht. Ist ja so ein bisschen wie eine biblische Geschichte. Ach ja. Also jetzt nicht mit Rotz, aber aus irgendwas, aus Wasser wird, nee, aus, nee, keine Ahnung. Denkt euch das gut aus. Mir ist es. Was macht der Schalter? Hm. Schalter noch gar nicht offen. Wie interessant. Ja, wow. Zuvorkommt. Okay. Ich weiß auch gar nicht, mit wem ich da eigentlich runter muss. Ich kann aber trotzdem mal kurz gucken. Dann haben wir das schon mal. Boah, wie geschmeidig Donkey einfach durchs Wasser gleitet. Ich meine, hier sind auch Lenky-Bananen. Genau, mit Donkey sogar tatsächlich. Ja, das ist... Ich glaube, die sieht man sogar. Ach, ein Wasser. Hab das Blub gehört? Cool, DK. Jetzt brauche ich frische Luft. Ich kann dir helfen, indem ich blaue Bananen sammle. Oh, du findest mich im irgendwas im Tauschfass, glaube ich. Ich habe auch das Gefühl, wir haben schon genug Bananen, um den nächsten Bereich aufzumachen. Und ja, es sind blaue Bananen. Ist weg, danke. Genau, wir können auch die Kristallkokosnüsse schon einsammeln. Ja, es gibt so ein paar fiese Sachen. Besonders wenn es dann auf die, wirklich auf die 100% geht. So, jetzt muss ich dann mal gucken. Also ich glaube, also wir können ja leider die Tiny Sachen noch nicht so ganz machen. Aber wir können schon mal Lenky holen. Eigentlich wäre es sogar klug, wenn wir kurz rausgehen. Ich weiß gar nicht, führt der... Nee, der führt noch irgendwo nicht. Weil eigentlich ist hier gerade gar nichts, was wir machen können. Die meisten Sachen, die wir jetzt machen können, die sind erst später relevant. Wie zum Beispiel das können wir erst später machen. Die Fee können wir auch erst später, also die können wir theoretisch schon jetzt holen, dann müssten wir aber einmal aus der Welt raus. Und dann würde ich, um ehrlich zu sein, lieber nochmal die Welt einmal besuchen. So. Ach, die Ballons kann ich auch noch gar nicht wegmachen, ich Dödel. Ne, komm, nehmen wir mal die, geben den einmal raus. Ja, wir müssen die halt einmal auffüllen, die beiden. Das bringt halt jetzt noch nicht viel. Also es kann sein, dass hier irgendwo Münzen oder so rum, noch rumliegen für einen von denen. Ah, guck mal, oder sowas. Ach komm. Okay, das für Tiny, da haben wir auch noch... Ja, das bringt hier gerade nichts. Ah, okay. Ich gehe trotzdem einmal kurz raus, hoch. Dann würde ich doch mal kurz mit Lenky zocken. Ich glaube, draußen sind auch ganz viele Bananen für den. Ja, das ist halt das Blöde hier mit dem Hin- und Herwechsel. Ich finde das eigentlich cool, so dass jeder Affe so seine Sachen hat. Aber ich finde es halt blöd, du musst halt wirklich für jeden alles einmal eingesammelt haben. Nein, hey! Das ist halt so ein langer, anstrengender Weg. Ich weiß auch gar nicht.
Hä, jetzt geht das? Ach! Okay, interessant. Okay, ich guck gleich, wo die 2 hinführt. Und schon mal ein paar Bananen gesammelt, ist ja ganz gut. 11 Stück? Ist aber keine gute Zahl, das kann ich euch schon mal sagen. So, wo führt die 2 jetzt hin? Aber ich glaube, die 2 führt eher hier zu so einem Extrateil. Ja. Gut, dann gehen wir mal raus. Muss ja ordentlich Münzen jetzt auch sammeln. Okay. So, einmal schauen. Okay, haben wir schon gemacht. Ja, ich meine, oben auf den Palmen sind hier halt überall vielen Bananen. Ja, genau, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und der hat auch einer meiner liebsten Spring-Moves. Okay. Ey, ey! Ey, da vorne sind tatsächlich Münzen, Filanki. Können wir uns eigentlich direkt schon die Waffe holen für ihn? Sehr schön. Warte mal, wenn ich mich nicht vertue. Okay. Landet man eigentlich immer im selben Gebiet? Wir nehmen uns schon mal die Sachen. Das wäre ganz gut. Wie wär's hiermit? Gib mir für 3 Münzen, du kannst K-Rules Truppe mit diesem Shooter und dich aufmischen. Ja. Traumtröte. Steht dir, denke ich. Geb dir eine kurze Einheit. Nein, auch nicht. So, danke. Tschüss. Oh. So. Moment. So. Okay. Einmal nur kurz gucken, ob noch was ist. Ach ja, übrigens auch geil, wenn man ganz langsam läuft. Guckt den euch an, den Kleinen. So. Also ich muss jetzt einmal hier gucken. Ich glaube, da vorne ist auch ein Tauschfass, wenn ich mich nicht irre. Hier sind Decay-Bananen. Decay-Münzen. Hey! Ja, der ist ein schrulliger Kämpfer, sagen wir mal so. Ich weiß, der ist verteidigt oder was? Okay. Und da haben wir noch eine Bananending. Ich glaube, das Spiel mit Weitsicht wäre. Ich glaube, das war. War das nicht auch das Problem bei Banjo-Kazooie mit der Weitsicht irgendwie? Und da kommt es auch noch eins. Okay. Ich glaube. Ich weiß nicht, irgendein Spiel hatten wir letztens gespielt und da habe ich auch gesagt, ich mag das total gerne, aber irgendwie sieht man dort nichts. Ich weiß auch nicht, ich meine, das war Banjo-Kazooie. Ich weiß es aber auch nicht mehr. Alles klar. Okay, dann wechseln wir mal zu DK, sammeln hier kurz Sachen ein, dann zu Didi. Na, eigentlich mag ich diese Collective Fonts. Ich mag diese Idee eigentlich total gerne, weil ich liebe Sachen einzusammeln. Ich liebe Sachen auf 100% zu bringen. Was mich nur hier stört, ist, es ist halt wirklich viel. Und es ist noch nicht mal dieses auf Banjo-Kazooie. Ey, du kannst gefühlt schon alles direkt machen, sondern nee, du musst halt alles durchwechseln. Wisst ihr, was dem Spiel echt gut tun würde? Gäbe es keine Tauschfässer. Würde man einfach die Figur wechseln können, wenn man will. Aber dann würde das wiederum dieses ganze Hin und Her auch irgendwie sinnlos machen, gefühlt, ne? Schwierige Angelegenheit, das kann ich euch sagen. Sehr, sehr schwierig. Ich glaube, ich esse heute übrigens Pizza. Ich habe halt voll Bock. Ich will jetzt schon seit Tagen wieder Pizza essen. So eine schöne Tiefkühlpizza oder so. Ah, Gott, nein, das geht los. Na, Senryu, alles klar. Jetzt haben wir dich. Ist also auch einer dieser Splatoon-Spieler. Ich hab's so selber nicht geboostet.
Ja, wir spielen Donkey Kong 64, nicht Tropical Freeze, aber ich glaube, das wird das nächste Donkey Kong Spiel sein, was ich spielen werde. Ich muss ja Tropical Freeze auch doppelt spielen, weil ich das ja auch nochmal für die Switch irgendwann zocke. Den New Funky Mode. Ich würde auch gerne, ich hoffe, die bringen irgendwann mal auch nochmal Returns als Remaster raus. Das ist so ein gutes Spiel. Ich hoffe so lange schon seit auf dem neuen Teil. Aber seit meiner Kindheit hoffe ich hier auf einen neuen Teil von. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Nachdem ich klein und klein. Ist sie für mich? Weiß ich gar nicht. Ist sie für Tiny? Moment. Habe ich da was rumfliegen sehen? Wäre auch frech gewesen. Nee. Okay.